zeige ich euch mal meine Spiele-Highlights 2022. Spiele, die das erste Mal dieses Jahr gespielt habe. Also ist jetzt egal, ob die jetzt dieses Jahr rausgekommen sind, irgendwie die ich erstmal einfach hatte und hat mir richtig Spaß gemacht, das Ding. Also ist ein Spiel halt, wo ich sage, das werde ich mir bestimmt immer wieder reinhauen. Oder beziehungsweise das hat mich so geflasht von allen drum und dran. Ich sage einfach nur, mega geil. So muss es sein. Ja, das macht ja irgendwie jetzt auch fast jeder Spielekanal jetzt irgendwie auf YouTube zum Jahresende, werde ich das auch mal machen. Hauptsächlich neue Spiele 2022 rausgekommen und vier Retro-Spiele nur. Problem ist ganz einfach, ich habe mir so viel angeschafft, die sind ja, die kamen aber noch nicht zum Spielen. Die liegen alle noch im Regal rum und ich kam einfach nicht dazu, außer die mal kurz reinzuschmeißen, um die zu testen. Das wird sich nächstes Jahr bei mir alles ändern. Okay, Part 1 macht Man Overboard, Mega Drive. Ich habe das Spiel vorher nie gesehen, kannte es gar nicht, habe bloß bei eBay mal gesehen, ihr habt, geht ja relativ teuer weg, immer so 70, 80, 90 € so nur. Was ist das für ein Spiel? Weil der Cover ist halt nicht so typisch, sagen wir mal so, vom Design her. Habe ich mal Gameplay angeguckt, boah, könnte ganz nett sein. Okay, dann mal günstig geschossen, reingeschmissen und war hellauf begeistert. Wer auf Lemminge steht, sollte das spielen. Es geht nur darum, ich hatte damals ein Pickup-Video auch erwähnt, ihr habt, der Kahn säuft ab, so ein großer Dampfer, und du musst die ganzen Leute retten haben. Die stehen doof rum, bewegen sich hin und her und du musst da Mechanismen auslösen, damit sie dann zum Ausgang kommen. Und das macht einfach tierisch Laune. Also es ist wirklich wie das erste Lemming. Also ich habe mir echt so Spaß gemacht, das Ding. Also für mich so ein Hidden Gem, weil ich kannte dieses Ding bis dahin gar nicht. Mega, mega geiles Spiel. Also wer Lemminge mag, sollte sich das unbedingt mal angucken. Nächstes Spiel ist eigentlich nichts Besonderes, aber kennt ihr das auch, wenn ihr so ein Spiel habt irgendwie? Ihr fühlt euch wohl dabei. Das macht Spaß. Das hat so ein Feelgood drin. Das hat so ein Fluss drin. Das ist irgendwie so schön. Das macht irgendwie Spaß zu spielen. Mega Drive. Flicky. Ist kein besonderes Spiel vom Spielprinzip her. Also, du bist Flicky, der kleine Vogel, was da vorne drauf ist, und sammelst Küken ein, die im Level verstreut sind und darfst ihnen bei von der Katze nicht gekillt werden. Die was da rumhorchen und alles Mögliche. Und du sammelst sie ein, musst sie zum Ausgang bringen. Und da liegen halt Sachen rum und die kannst du auf die Katzen schmeißen und die fallen dann runter und so. Also, eigentlich nichts Besonderes, aber. Ey, das Ding hat mir irgendwie so eine Laune gemacht, das werde ich mir immer wieder mal reinschmeißen. Dieses Spiel, weil das läuft irgendwie so. Das ist so ein Spiel, zwei haben sich gefunden. Also das ist irgendwie so, es läuft richtig flüssig, es macht Spaß, es ist kein Frustfaktor, wenn man drauf geht bei mir. Weil das irgendwie so schön gemacht ist, die ganze Sache. Doof zu beschreiben, aber ihr wisst, was ich meinte. Also Flicky finde ich mega geil. Nächste ist, das hatte ich zuerst auf der PlayStation gespielt. Also hatten sie mal drin, ihr habt einen Shop für wenig Geld und zeig's mir auf dem Mega Drive auch besorgt. Kannte ich vorher auch nicht. Ich habe bloß gehört, habt, das soll richtig geil sein. Und ich finde es mega geil, obwohl es im Endeffekt ja auch bei einer ein Standard-Schmapp ist. Aber genug, ich weiß ja nicht, wie es ausgesprochen wird, ist definitiv eins meiner Lieblings-Schmapps geworden. Ich mag den Sound, mag ich dazu, ich mag das Gameplay, mag ich irgendwie dazu. Das Spiel ist nicht unfair. Es gibt ein paar Stellen, die extrem schwer sind, aber ich glaube wirklich, wenn du das, kann man wirklich mal schaffen ohne unendliche Leben. Also, ich habe schon zwei oder dreimal durchgespielt mit Cheat dann, also unendliche Leben von PlayStation. Ich habe jetzt Original Mega Drive noch nicht gespielt, ihr habt das Ding. Ist jetzt erst vor ein paar Tagen gekommen. Oder vor einer Woche, zwei, keine Ahnung irgendwie. Eins meiner absoluten Favorite, Schmaps. Ich finde es so richtig geil und das wird auch so ein Spiel sein, weil ich mir immer wieder reinschmeiße. Also, es ist nicht so ein Standardding. Jo, ist geil, macht Bock und ja, das fand ich einfach besonders. Und das nächste ist auch ein Schmapp. Auch auf dem Mega Drive, kannte ich gar nichts vom Namen her und das ist schwer, das Ding, aber es macht mir unheimliche Laune. Ich finde es von der Grafik sehr geil, ich finde es vom Sound sehr geil und fair ist halt auch, du hast standardmäßig hast du unendliche Continues drin.
Du wirst mal ein bisschen zurückgeworfen mit den nächsten Startern, aber Truxton. Upsala, fall mal hier runter hier. So. Ist auch im Endeffekt 0815 Schmapp, spiegelt das mir. Und der macht mir unheimlich Laune. Ist auch so ein so ein Spiel, das kriegt man immer wieder reinschmeißen. Ist so wie 1942, 1943. Also die. Also ich glaube, das so. Das wird mich weiterhin so ein Leben lang begleiten, wenn ich es mal in so einem Regal. Ach komm, raus, dann spielst du mal wieder für eine halbe Stunde das Ding. Weil der nicht bei jedem Schmack bei mir ist. Und sag mal so, das waren jetzt so die Retro-Neuentdeckungen für mich, wo ich sage, wow, super. Okay, jetzt kommen wir zu dem modernen Kram hier. Okay, ist nicht 2022, das kam im Herbst 2021 raus, aber trotzdem möchte ich es einfach empfehlen, weil ich diese halt auch häufig gespielt habe, wo ich jetzt in den letzten 3-4 Monaten ja nicht mehr so reingeschmissen habe, wie andere Spiele eher gespielt habe, aber ich spiele ja gerne Multiplayer-Online-Shooter. Und was ja bei den, sagen wir mal so, bei diesen AAA-Shootern immer so ist, du hast ja einen Haufen Hektik drin und ja, Teamwork ist eigentlich gar nicht angesagt und so was. Es gibt ein Spiel auf der PlayStation 4, Xbox wird sich das Ding auch geben. Das ist einfach, das ist eine geile Community und da läuft die ganze Sache und es macht einfach tierisch Laune. Insurgency Sandstorm. Ich glaube, ich habe es vielleicht da schon mal hier vorgestellt. Ja. Es ist für mich immer noch ein Highlight. Ich habe es mal auf dem PC letztes Jahr gespielt, aber ich bin halt nicht so der PC-Spieler. Wenn es darum geht, du willst taktisch spielen und nicht nur diesen Rennen, diese Kills machen, weil dieses Spiel belohnt Objective. Also du hast Eroberungen drin und ähnliche Modi drin und du kriegst Punkte. Klar, für einen Kill kriegst du Punkte, aber machst du einen Kill, da fasst das Spiel richtig gut. Bei der Verteidigung eines Punktes oder bei der Einnahme eines Punktes, kriegst du sehr viel mehr Punkte. Es wird hier richtig belohnt, weil was COD nicht auf der Reihe kriegt und Battlefield finde ich auch nicht. Und das ist einfach, und das ist ein Hardcore-Shooter. Also 2-3 Kugeln und du bist tot. Das war's gewesen bei dem Ding. Munitionsmanagement ist ganz anders und es macht einfach Spaß und du hast nicht so eine Vollidioten in der Lobby drin. Es läuft wirklich alles gesittet ab und es ist einfach, ich habe noch kein Spiel gehabt, wo das Gameplay scheiße war und hier ist standardmäßig auch Teamkill. Also, das ist so auf Realismus gemacht, die ganze Sache. Und wenn einer mal Bock hat auf einen Shooter, der ernsthafter ist, drücken wir das mal so aus und ein bisschen was abverlangt und sollte sich das Ding unbedingt mal angucken. Ist für mich auch ins 21, das erste Mal gespielt auf der PlayStation. Ich habe es jetzt bei 22 Mal mit drin genommen, weil es zum Jahresende war. Ist ja auch real. So, das nächste ist ein Multiplayer. Wollte die ganze Zeit spielen, habe ich dieses Jahr echt mit einem Kumpel bei Macht. Grüße an Till, wenn du das sehen solltest hier. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, weil ich die letzte Mal bei den Spielen Tränen gelacht habe. It Takes Two. Alter, das Ding war der Hammer. Das ist einfach nur geil, das Spiel. Also wir haben das, glaube ich, in einer Woche durchgespielt. Irgendwie so hat eine Woche, 10 Tage haben wir uns abends immer für 2-3 Stunden getroffen, haben das durchgemacht. Irgendwie so hat, ich weiß es echt nicht mehr genau. Und Teamplay at its best. Weil du musst wirklich mit jemandem zusammenarbeiten. Aber es ist so geil gewesen. Der Humor drin. Ey. Ich werde diesen Elefanten nie vergessen. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, was wir jetzt hier gerade tun und so. Die Story ist so, ja, okay, die Eltern wollen sich scheiden lassen und ja, durch die Tochter werden sie halt verwandelt in ihre Figuren, was sie da hat und total kreativ, dieses Spiel. Es gibt immer was Neues, also jede Welt, sag ich jetzt mal, wo man drin ist, die hat andere Herausforderungen für einen. Du musst wirklich zusammenspielen, die Grafik ist super gemacht und ein absolutes Highlight für mich. Ich werde das Spiel bestimmt nochmal irgendwann spielen. Und was ich halt auch gut finde bei dem Ding ist halt, einer kaufst und du kannst jemanden mit jemand anders und der andere kann umsonst mitspielen.
Absolutes Must-Play, finde ich, für alle Leute, die auf Koop stehen. Couch-Koop oder Online-Koop. Online-Koop ist das auch so, fand ich eigentlich auch ganz gut. Das hat mich richtig geholfen. Du hast einen Splitscreen drin, du siehst den anderen auch. Und das funktioniert teilweise nie. Guck mal nach da, da kannst du das und das machen, damit ich weiterkomme und sowas. Mega geiler Humor, absolut, eins der absoluten Highlights. Dann, ja, Beat'em Up kannst du das auch nicht weiter sagen. Ist das eigentlich auch nicht, aber. Ein unheimlich schönes Spiel. Roguelike. Und aber einfach nur geil. Sifu. Also wer es noch nicht kennt, dein Vater wurde getötet, du bist jetzt größer, 2021 bist du irgendwie so weit Leuten in dem Dreh und willst den Tod deines Vaters rächen. Und kämpfst dich halt dann nach und nach durch mit Kung Fu. Die Kampftechnik ist sehr geil umgesetzt, fand ich. Von Anfang an, ich war begeistert gewesen. Auch mit den Blocken und so ist ziemlich anspruchsvoll. Die Grafik hat mir richtig gefallen. Das ist so. Du hast so ein Cell-Shading drin. Das Einzige, was nicht so gut aussieht, ist, aber dieses Gesicht drüber gebracht haben. Aber die Grafik ist mega geil irgendwie, obwohl die sehr schlichteste Ding. Was ein geiles System ist, ist, wenn du stirbst, du machst weiter, wirst aber älter. Und je älter du wirst, umso schneller bist du down, weil du ja gesundheitlich nicht mehr so fit bist wie ein junger Hüpfer. Aber du bist stärker geworden, weil du mehr Erfahrung drin hast. Und. Ey, die ganzen Animationen, die waren so super gewesen. Es war doch geil, diese Finisher, was du drin hast. Also, das ist so liebevoll umgesetzt. Obwohl es dann schon brutal ist. Also liebevoll ist vielleicht das falsche Wort, aber das hat mich so begeistert, das Spiel. Ich werde es nicht nur noch einmal durchspielen. Mehrfach. Also, du sammelst ja noch Sachen nebenbei und es ist einfach nur ein Brettspiel. Mega geil. Nächstes Spiel, darauf habe ich gewartet, habe, seitdem die PS5 rausgekommen ist, weil die hatten es von Anfang an im Store drin gehabt. Veröffentlichung demnächst. Und es kam dieses Jahr endlich raus. Ich habe es erst später gespielt gehabt jetzt, weil ich unbedingt die physische Version haben wollte. Ich glaube, die kam letztes Jahr digital raus. Wie ist aber dieses Jahr, aber ich glaube, schon Ende letzten Jahres. Und zwar Miau. Stray. Auch so ein richtiges Highlight für mich gewesen. Ein wundervoll ruhiges Spiel. Also es gibt ein paar Actionsequenzen drinne, wo du kämpfen musst, aber im Endeffekt ist dieses Spiel so wundervoll ruhig. Die Grafik ist schön. Es ist schön erzählt, die Katze, wie sie animiert ist. Schon alleine, ich weiß nicht, wie verschiedene Mounzer die drauf hat. Du kannst mounzen, wenn du willst. Und also du merkst echt, die hatten eine Katze, wo damals im Entwicklungsstudio lief die rum, die haben sie beobachtet und die haben sie probiert, so echt wie möglich eine Katze darzustellen. Also es war so ein richtig tolles, ich fühle mich gut Spiel. So ein ruhiges Spiel. Die Actionsequenzen, die haben rein gepasst dann auch, das hat gepasst und es ist. Die Story fand ich auch gut erzählt, alles und sehr gefühlvoll irgendwie. Und also, wer es noch nicht gespielt hat, unbedingt spielen. Das ist auch kein AAA-Titel. Ich glaube, so ein 30, 40-Euro-Titel war das jetzt hier gewesen irgendwie. Wundervolles Spiel. Und also, es hat das erfüllt, was ich vom ersten Tag an erwartet hatte, wo ich damals das gesehen habe, bloß den Trailer nach dem Motto. Hoffentlich kriegen die das so hin und sie haben es so hingekriegt. Weil die großen Studios nicht packen, die haben es gepackt. Die haben das wirklich gehalten, was sie versprochen haben von Decke. Oder suggeriert haben durch den Trailer, durch die Werbung damals. Ein Hammerspiel. Nächster Highlight für mich dieses Jahr, wo ich es noch nicht durchgespielt habe. Ich muss es irgendwann mal weiterspielen. Ich war ja so Souls-like immer. Ich habe mir dann doch dieses Jahr, komm, du holst es dir, Elden Ring gespielt. Geil. Also ich hatte dieses Souls-like immer gemieden gehabt, so nach dem Motto,
da ist immer der Frustfaktor so hoch, wenn du immer wieder drauf gehst und von vorne anfangen musst, alles verloren hast. Und das schafft das Spiel echt gut, einen Anfänger reinzubringen in dieses Genre. Wenn du drauf gehst, verlierst deine Runen, du hast eigentlich wirklich eine sehr gute Chance, sie wieder zu holen, außer die sind wirklich gerade beim Bossfight, dann hat man einmal daraus gelernt, ihr habt dann, okay, die Runen gebe ich alle aus, bevor ich zum Bossfight gehe. Die Grafik, weil ich erst so jetzt erstmal eingeschalten habe, weil ich jetzt nach einem anderen Spiel gespielt hatte, weil ich nachher danach zeigen werde. Da dachte ich so, oh, ja, okay, Next Gen sieht das nicht aus, aber im Endeffekt ist die Grafik super schön, weil das ist ja, sie wirkt eher wie ein Gemälde. Ich mag die Umgebung, mag ich. Dieses Erkunden ist es ja auch nicht, aber trotzdem dieses Rum, Erkunden, doch, es ist ein Erkunden, hat der, es hat Spaß gemacht, dieses Grinden, es macht trotzdem Spaß, weil die Gegner respawnen wieder, du hast immer die gleiche Sache dann, was abläuft, und dadurch lernst du halt und sammelst deine Runen, hast bessere Ausrüstung, wirst stärker, dann kannst du dich hochleveln. Ist ein richtig gutes Spiel, also mich hat es wirklich gepackt, ich muss es unbedingt weiterspielen, ich weiß nicht, wann ich es mal durchspielen werde, das Ding. Weil, wie gesagt, es liegen so viele Spiele rum und da kommt immer irgendein anderes dazwischen. Absolutes Highlight von mir. Also ich habe es eher gedacht damals, wo ich es mir bestellt habe, nach dem Motto, ja, okay, ich glaube, das wirst du einmal spielen, einen Abend oder zwei Abend, dann liegst du in der Ecke, machst das nie weiter. Nee, ich habe, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich darin jetzt versenkt habe schon. Versenkt, also das ist nicht negativ jetzt gemeint. Ich bin irgendwie Level 85 oder irgendwie so weit bin ich, glaube ich, drin. Also waren schon einige Stunden, sind reingegangen und ich bin hellauf begeistert von diesem Spiel. Muss es unbedingt mal demnächst mal weiterspielen. So, und das nächste ist dann, deswegen war es um mit Elden Ring halt mit der Grafik so. Ich dachte, oh, Next Gen ist nicht, aber weil ich genau das davor beendet hatte: Horizon Forbidden West. Alter, ich glaube, das war das geilste Spiel für mich dieses Jahr gewesen. Teil 1 habe ich nie durchgespielt gehabt. Ich hatte es damals irgendwann abgebrochen, weil ich ein anderes Spiel spielen wollte, mal zwischendurch. Da war zu viel Zeit vergangen gewesen und dann habe ich, weiß nicht, komme ich in so ein Spiel nicht mehr drin. Ey, die Grafik ist ein Hammer. Die Story ist sehr geil erzählt, fand ich. Es macht Spaß, die Landschaft zu erkunden, auch einfach nur mal rumzureiten dann oder rumzulaufen, sich alles anzugucken. Und das Beste bei dem Spiel ist, es ist ja ein RPG. Und RPGs haben ja immer das drin, du hast die Hauptquest und dann gibt es ja eine Nebenquest. Und noch eine Nebenquest und noch eine Nebenquest und noch eine Nebenquest. Nebenquest, 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 die du irgendwie doch zwingend machen musst, weil du sonst einfach nicht genug hochleveln kannst irgendwie. Also, oder es sehr schwer wird, dann wirklich das Spiel die Hauptquest zu packen. So, hier hast du auch Nebenquests drin. Und jede Nebenquest. Ich hatte die Nebenquests habe ich alle gespielt, weil die in die Spielwelt wirklich reinpassen. Das ist nicht so eine Schwachsinnsquest, weil die hat eine Auswirkung auf das Spiel oder du kriegst irgendwann später nochmal ein Feedback deswegen. Sie wirken nicht wie bei vielen anderen Rollenspielen so wie ein Fremdkörper, na Motto, halt bloß das Spiel aufblähen, damit nur 500 Stunden Spielzeit kommen und alle das toll finden. Die haben wirklich reingepasst. Ich habe nur, was habe ich nicht gemacht gehabt? Ich habe dann die Türme noch nicht alle erklommen, da wo die Radarschüsse drauf ist und mit dem Jagen, das habe ich noch nicht gemacht. Da hatte ich nicht so einen Bock drauf, wollte ich nicht. Aber alle anderen Nebenquests halt gemacht gehabt und die Grafik war schon, Eloy als Charakter war super dargestellt. Ich habe ja nicht verstanden, diesen Shitstorm, was sie damals gemacht haben. Oh Gott, die sieht ja anders aus, sieht zu so dick aus. Hä, what? Spinnt ihr alle? Eins der geilsten Spiele ever und ich glaube, das werde ich bestimmt nochmal durchspielen irgendwann. Es hat einfach tierisch Laune gemacht. Perfektes Spiel. Und es kommt noch eins, das ist das letzte. Das hat mir jetzt in der, einfach deswegen so begeistert. So ist Next Gen für mich. Obwohl es ja eine Kino,
jetzt realistische Grafik probiert darzustellen, jetzt wie Horizon halt probiert, also naturgetreu irgendwie halt echt wirkt, dann eine Umgebung darzustellen. Aber einfach, du merkst, es ist Next-Gen. Die Grafik sieht geil aus, die Belichtungen sind geil, das Gameplay ist geil und du hast ein Popcorn-Kino. Ratchet & Clank. Wie heißt das nochmal mit dem Rift Apart? Ich hab's noch nicht durchgespielt. Das wird so ein Spiel sein, weil ich mir immer wieder mal rinschmeiße zwischendurch und irgendwann habe ich es durch. Es ist einfach nur Fun pur, finde ich. Es, die Grafik ist der Hammer. Es ist, macht jedes Mal Spaß, das Ding rinzuschmeißen. Und jetzt mal nur für eine halbe Stunde, ist für zwischendurch so. Also auch wirklich für mich ein Highlight, weil für mich ist das Next Gen auf diesen, ich sag jetzt mal, Casual mäßigen, ja, so nicht so ernsthaften Spiel, wo es einfach darum geht, Spaß zu haben, Sachen kaputt zu machen, zu kämpfen und Popcorn-Kino. Ja. So, das waren jetzt meine Dinger für 2022, die mich persönlich so geflasht haben irgendwie. Also die sagen, okay, das war, hat echt Laune gebracht und ja, die werde ich bestimmt nochmal wieder spielen oder immer in guter Erinnerung behalten. So. Also einfach so ein Motto, jo, das war's, das hat sich gelohnt, die Zeit da reinzustecken. Es war einfach nur geil. Jo, das war's dann. Mein persönliches Best-of für 2022 an Spielen, die ich mir angekickt habe. Dann mal Tschüsselchen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Olli. Ciao.